Herzlich willkommen bei Jochen TV Kochshow. Super Mario, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut und dir? Mir geht's hervorragend. Heute, ich kann euch sagen, die Schwabe tut mich heute ein bisschen rausschmeißen. Ich bin Schwabe, aber ich möchte gern heute Pfannkuchen machen, Kräuterpfannkuchen mit Roggenmehl. So sieht Roggenmehl aus. Ja. Jeder fragt warum, weil wir mal gesunde Pfannkuchen machen. Und ich möchte nicht immer nur das Weizenmehl nehmen, auch mal anderes Mehl ausprobieren, wie Dingesmehl und schon irgendwas. Ein bisschen so rumspielen, sage ich. Und dann machen wir dazu Pfifferlinge anbraten mit Spinat und ich möchte Babyspinat. Kein gehackter Spinat, das könnt ihr gerne. Oder den Blubspinat, das sieht aus wie so grüne Pampe und wie wenn du Rasenmäher durch Trübelmäher mixen rein und das sieht genau das gleiche aus. Das ist ein Babyspinat. Ich mag den lieber Zwiebeln, Kleinschneider, ein bisschen Knoblauch rein, perfekt. Wir fangen gleich an mit Pfannkuchenteig, weil, kann ich euch sagen, den Teig muss ein bisschen stande lassen. Wenn man Teig macht, wie Hefeteig, anderer Teig, Spätzleteig, muss man ein bisschen stande lassen. Ja, dass das entspannt wird. Wie wenn ich 18 Stunden arbeite, du auch ins Bett gegangen und Jochen TV Kochshow schläft dann. Faustregeln ist immer so ein bisschen problematisch. Es ist nicht so. Jedes Mehl ist anders gemahlen. Auch, kommt auch drauf auf die Temperatur, hat ein guter Bäcker zu mir mal gesagt. Typ 405 ist gemahlen. Aber das bedeutet nicht immer gleich ist. Kommt auch drauf auf das Getreide. Heutiger Zeit ja, aber früher war es schon schwer. Also 3 Eier. Und dann tue ich Zucker. 1, 2, 3 Prise Salz und dann Bonita, meine Kuh. Ich würde mir wünschen, wenn ich eine Kuh bekomme. Kann man selber mal melken, das wollte ich mal. Und dann rühren. Ich mache kurz Teig, da kommt noch Petersilie rein. Und kurz ein bisschen, es sieht gerade so ein bisschen aus, aha, da fällt noch was. Ja, ja, gespannt, immer locker bleiben. Ja. So, wir machen Petersilie, Feinhacke oder grob, wie ihr möchtet. Aber frische, weil den Teekap kann man auch machen, mal schnell in die Küche. Frischer ist halt intensiver und ich nehme auch die Stängel, ich zahle ja die mit, und die schmecken auch gut Aroma. Die Stängel hebe ich auch manchmal auf für Soße, Suppe, nein, ja. Was ich hier, Olivenöl, da kommt so ein bisschen so wenig raus. Dann tun wir quasi die Pfifferlinge wunderschön klein mache, leicht anbraten und dann tun wir den Spinat rein. Die Kräuterseitlinge kommen erst später rein. Ne? Dann habe ich hier quasi Schmand, Creme Fraiche. Hier ist Schmand, Creme Fraiche und da wird den Minzstick. Ich tue quasi Minze rein. Kleine Händle voll. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Multitasking, ne? Bisschen Olivenöl. Weil das Olivenöl gibt auch einen geilen Geschmack. Die ganze Grieche zeigt sich auch Olivenöl drin. Ne? Bisschen rühren. Ich tue dann abschmecken. Erst lasse ich das bisschen loben.
Da ist mein Babyspinat, der fällt ja auch so leicht zusammen. Wenn ich jetzt nein tue, will ich noch nicht. Erst ein bisschen Gas hier, dann Fleisch. Und dann ein bisschen Knoblauch. Ihr könnt auch Knoblauch ganz fein schneiden, wie ihr möchtet, aber kein Knoblauchpulver. Wisst ihr warum? Knoblauch ist dann einfach so extrem, du stinkst nach Mund und der Hallo und der andere, warum du halt Knoblauch gegessen? Und frische Knoblauch, hallo, du hast frische Knoblauch gegessen, komm, wir lassen uns knutschen. Jetzt bei mir nicht, ja, aber nur bei so Leute. Noch ein bisschen Olivenöl rein. Das muss so ein bisschen braten. Und auf die Finger aufpassen. Ja. Ja klar. Also wenn ich hinguck, dann schneide ich mich. Mit Fingernägel, da schmeckt das nicht so gut. Nein. Das gibt einen komischen Geschmack. Ein bisschen bissfest. Ja. Mit denen das ja nie machen. Schön scharf anbraten. Und ich kann euch sagen, der erste Pfannkuchen gelingt nie. Ich bin einfach zu blöd, der erste Pfannkuchen. Der zweite klappt, aber ich bin zu blöd. Manche kriegen das noch, manche nicht. Keine Ahnung, ich bin auch bescheuert. Also, oder, ja. Wenn ich mal was sagen darf. Klar. Der erste Pfannkuchen ist deswegen wegen der Temperatur. Weil man weiß nicht, wie die Temperatur ist und wenn man merkt, dass der Pfannkuchen zu schwarz geworden ist, dann dreht man die Temperatur runter und dadurch werden die anderen perfekt. Und leider Gottes, so ein bisschen frische Spinat ist manchmal so ein paar Sachen kaputt, ne? Einfach durchsortieren, aber hier, ich finde halt einfach den Blubspinat finde ich halt teilweise, das sieht aus wie Kram. Und ich sage mal so, Leute, boah, nee, ich kann das nicht essen. Und auch manche die Kinder, die sieht wie aus Rasenmäher. Hey, gibt's Spinat? Das, ne? Ei und so und Kartoffeln dazu. Ja. Oh, was fein. Und da wird man richtig stark wie Popeye. Tut, tut. Das war nur Zelte. Da musst du aber noch viel, viel, viel Spinat essen. Ja. Und viele unterschätzen das halt teilweise. Der Knoblauch, Halleluja! Oh, naja, das muss richtig sein. Ja, ihr riecht es ja nicht, aber ich kipp hier um. Unser Spinat und Pfifferlinge, Zwiebeln, Knoblauch, bisschen Pfeffer, schwarze Pfeffer und bisschen Muskat. Ich tue ja dann reiben. Nicht viel, frische Muskat ist intensiver. So, dann mache ich Deckel zu, dann stelle ich ab, zack, um und gleich tue ich hier drauf. Kräutersalbling. Finde ich herrlich. Das ist so Ersatz, sag ich einfach, Fleischbasis. So. Und ein bisschen Olivenöl. Ein bisschen Hitze. Olivenöl nehmen wir für zum Braten. Es gibt viele verschiedene Olivenöl, darf man nicht braten. Aufpassen bitte. Normales Öl bisschen.
Und Kräuterfärbling, wenn die Pfanne heiß ist, dann legt es gar. Jetzt ist meine Pfannekuchen. Bin ich auch gespannt. Die Pfanne heiß lassen. Wenn jetzt nein, du wird nicht so. Ja, viele sagen, Jochen ist blöd zum Pfannekuchen machen. Ha ha ha. Hinstellen. Dann die Kräuterflaglinge anbraten. Nicht rumwinzen. Die wird ganz leicht gesalzen. Und das war's. Dann seht ihr, sieht das mal schlecht aus. Kurz so ein bisschen schütteln, aber er löst sich so besser und dann später. Aha! Ob das jetzt klappt, kann ich euch nicht versprechen. Es muss auch nicht, ne? Und ihr seht jetzt schon, oben wird schon leicht gebraten, ne? Leicht gegart, wie Fleisch. Wenn ihr Fleisch anbratet, seht ihr langsam. Also wenn es oben da bezogen gelingt, dann ist es unten. Ja. Genau, wunderhübsch. Recht, Frau Roma. Dankeschön. 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 Ja, ich bin auch manchmal in der Sonne drin. Kleine kurze Geschichte. Im Balkon, ich wurde nie braun. Dann mache ich halt Farbe drauf. Ne? Dann denke ich halt immer, mein Gott, der ist hier braun. Ja, ne? Ja, ja. Da bei Turm hab Farbe gekauft. Sag der Wahrheit, du gehst zum Maler und lässt dich anspritzen. Seht ihr? So. Gui Teufel. Jetzt mit der Petersilie raus, wie als wenn man einen Komposthaufen reinbeißt. Quasi fertig. Heiß. Ich hab gedacht, ich bin heiß. Aber was noch heißer gibt, da kann. Oh, dann tun wir quasi. Bisschen was hier rein. So hübsch. Gibt so ein bisschen seitlich. Könnte sein, dass nicht so jedes so mag. Bisschen Petersilie. Seht ihr? Man esse gefüllte Pfannkuchen, Kräuterpfannkuchen, Spinat, Pfifferlinge, Knoblauch an einen Minztipp. Sehr schwäbisch, nicht lecker. Die Schwaben müssen sich daran gewöhnen wegen dem Minztipp. Aber schon.